Wie ist es eigentlich mit Christen und Schönheits-OPs? Das hast du mich bei Telonym gefragt. Und du schreibst weiter, klar, Gott hat jeden wunderbar gemacht und so weiter. Aber wenn es etwas gibt am eigenen Körper, wo man wirklich arg drunter leidet, weswegen man gemobbt oder anderweitig benachteiligt wird, was man einfach nicht schafft anzunehmen und zu akzeptieren. Dieses Video mache ich nur für dich. Natürlich werden das andere auch sehen und vielleicht einige coole Impulse bekommen, aber das mache ich für dich. Denn ich möchte dir sagen, mir tut das unglaublich leid. Mir tut das leid, dass du den Eindruck hast, dass es offensichtlich so ist, dass Menschen schlecht über dich reden, weil du etwas an deinem Körper hast, für das du selbst ja gar nichts kannst. Aber wie ist das jetzt mit einer Schönheits-OP? Ist das als Christ okay, in Ordnung oder nicht? Ich glaube, dass da verschiedene Ängste zusammenkommen und dass wir da auch manche Sachen irgendwie durcheinander bringen. Denn ich kenne viele Christen, die sich an ihrem Körper verändern lassen. In meiner Jugendarbeit laufen immer wieder Teenager durch die Gegend mit Metall im Mund. Die lassen sich ihre Zähne richtig biegen. Ich kenne einige Jugendliche, die haben an ihren Ohren was machen lassen, haben die also anlegen lassen. Und ich kenne auch noch andere, die sich anmalen lassen und alles Mögliche. Ja, Menschen verändern ihren Körper. Darf man das? Was sagt Gott dazu? Was steht in der Bibel? Ich meine, den wichtigsten Punkt, den hast du ja schon benannt. Das ist eigentlich das Zentrum, um den sich dann alles in der weiteren Frage dreht. Das ist ja diese Aussage, Gott hat jeden Menschen wunderbar gemacht. Das steht in der Bibel drin, auch mehrere Male. Es steht sogar noch drin, dass Gott den Menschen kunstvoll gestaltet hat, dass er den Menschen selbst zusammenbaut. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Grundlagen christlichen Glaubens. Natürlich Jesus und Kreuz und sowas, alles nicht doch weiter. Aber am Anfang geht es doch um die klare Aussage, wir Menschen sind nicht durch Zufall hier, sondern weil Gott selbst uns wollte. Weil Gott gesagt hat, ich möchte, dass du lebst. Jetzt gibt es aber dann eine Auslegungssache, die kann ich so nicht ganz betragen. Dass Menschen dann nämlich sagen, gut, Gott hat den Menschen wunderbar gemacht und alles, was Gott macht, ist gut und richtig toll. Also ist jeder Mensch als Geschöpf Gottes ein wunderschönes Geschöpf. Und da muss ich sagen, Moment, ich habe das als Teenager schon gehört. Als, weiß ich nicht, 14, 15 Jahre, ich hatte Akne im Endstadium. Also wirklich Pickel überall. Und ich fand mich hässlich. Ich war hässlich. Ich war das hässlichste Entlein, fand ich, was es überhaupt gab. Und dann sagt ein Prediger im Jugendgottesdienst, Gott hat dich wunderschön gemacht und Gott findet dich wunderschön. Und ich saß da und dachte, Moment, ich bin hässlich. Wie kann Gott das, was ich hässlich finde, denn wunderschön finden? Weißt du, ich glaube, es geht um was anderes. Es geht um Vaterliebe, nicht um Ästhetik. Um das, was wir als schön oder nicht schön bezeichnen würden. Ich will dir ein Beispiel nennen. Als Pastor begegne ich vielen Menschen, auch vielen Eltern mit ganz neugeborenen Babys. Und manche Babys, die sind wunderschön, die will man nehmen und knuddeln und alles super. Andere Babys, die sehen aus wie... Sie sehen aus. Ja, also Eltern würden das ja niemals zugeben. Und ich glaube, nein, der Punkt ist, Eltern sehen es nicht. Eltern sehen nicht, dass manche Babys einfach auch aussehen wie eine zusammengedrückte Kartoffel oder sowas. Und sie können es nicht sehen, weil sie ihr Baby unendlich lieben. Und so ist es doch auch mit Gott. Er hat dich gemacht und er findet dich unglaublich toll. Das heißt aber nicht, dass der Körper, den Gott gemacht hat, perfekt ist, ideal ist und dass du dann genau deswegen, weil Gott ihn so haben wollte, am Ende sogar gar nichts dran machen darfst. Das zieht sich durch alle Generationen der Weltzeit schon durch, dass Menschen was aus sich machen, dass Menschen sich schön anziehen, dass Menschen sich herausputzen, dass Menschen sich waschen. Und das ist okay. Ich glaube wirklich, das ist okay. Und mir ist es wichtig, das habe ich im letzten Video schon gesagt, das sage ich jetzt noch einmal, nicht dabei stehen zu bleiben, einzelne wenige Bibelstellen rauszupicken und dann zu sagen, so ist die Welt und nicht anders. Denn in der Bibel gibt es genauso auch was anderes noch, nämlich dieses Konzept von Schönheit, von schönen Menschen und nicht so schönen Menschen. In der Bibel selbst steht schon drin, dass das plakativste, einfachste, klarste Beispiel ist die Geschichte von Rahel und Lea. Das sind die beiden Frauen von dem Erzvater Jakob, also einem der wichtigsten Menschen im Alten Testament. Der hat zwei Frauen, schon schwieriges Thema, anderes Thema. Er hat zwei Frauen gehabt, die eine war hübsch, wunderhübsch, und die andere war nicht hübsch. In der Bibel steht drin, sie hatte keinen Glanz in ihren Augen. Das heißt, das ist mir jetzt das Wichtige an der Stelle, in der Bibel selbst ist es schon klar, es gibt Menschen, die sind schön, werden schön angesehen und andere eben nicht. Einige, die werden besonders benannt. Der König Saul war ein wunderschöner Mann. König David war ein wunderschöner Mann. König Absalom, der Sohn von David,
Nein, nicht König. Moment, der Sohn Absalom von David, der war nicht König geworden später. Der war ein wunderschöner Mann. Da steht in der Bibel drin, er war der Allerschönste im ganzen Land und da war kein einziger Makel an ihm. Also es gibt Menschen, die werden als schön bezeichnet und es gibt gleichzeitig eben auch Menschen, dann, die werden nicht als schön bezeichnet. Das ist Bibel. Und dann kann man nicht hergehen und sagen, Gott sagt, jeder ist wunderschön und damit bist du wunderschön. Ich meine, das ist jetzt dieses typische Beispiel und einige werden mich vielleicht ohrfeigen dafür, aber es ist doch die plakativste und verstehbarste Situation, wenn du jetzt losgehst und jeden Tag nur Mist in dich reinstopfst, wenn du nur Blödsinn frisst, also ein Burger nach dem anderen und Fastfood und fett und ungesund und schnell und dann wirst du irgendwann aufgehen wie ein Hefeklops. Und in den meisten unserer kulturellen Gepflogenheiten empfinden wir das dann nicht mehr als ästhetisch wunderschön. Verstehst du, was ich sagen will? Also das ist ja dann ein Körper, den hat Gott gemacht und der war vielleicht auch irgendwann mal in gewisser Weise schön, aber dann plötzlich nicht mehr. Dann kannst du aber nicht hergehen und sagen, das hat Gott gemacht und Gott findet das toll. Nein, ich glaube, Gott findet das toll, wenn wir auf unseren Körper auch achten. Ich sage das nicht als einer, der wie ein Blinder von der Farbe redet. Ich habe das selbst mal durch. Vor einigen Jahren, da habe ich fast 100 Kilo gewogen und da habe ich mir festgestellt, ey, das geht so nicht weiter. Ich habe innerhalb von einem Jahr 15 Kilo abgenommen. Das war nicht mit Schönheits-OP und Fettabsaugen und sowas. Das war mit richtig knaller Diät und Sport machen. Das geht. Man kann einfach durch Bewegung und Sport und sowas schon sehr viel an seinem Körper ändern. Und das ist doch völlig in Ordnung. Zu diesem ganzen Thema, ich habe da irgendwann schon mal eine Predigt drüber gemacht. Ich werde die hier mal verlinken. Vielleicht hilft dir das noch ein bisschen mehr. Am Ende geht es doch um die Frage, was ist denn schön? Also wann empfinden wir denn was schön? Und da haben wir kulturell bedingt und zeitbedingt auch immer wieder andere Dinge, die wir schön finden. Es gab Zeiten, da waren sehr füllige Menschen die wunderschönsten Menschen auf der Welt, weil das diejenigen waren, die nicht stark arbeiten mussten. Und diejenigen, die richtig Muskeln hatten und durchtrainiert waren, das waren die hässlichen, weil das eben die armen Leute waren, die auf dem Feld standen und von morgens bis abends geplackert haben. Verstehst du? Schönheit hängt von dem Umfeld zusammen, in dem du lebst. Schönheit hängt damit zusammen, wie du mit dem, wie du dich gibst, auf das reagierst, was in deiner Umwelt gerade angesehen wird. Das ist ein total komplexes Thema. Aber es ist eine wichtige Frage. Ist das wirklich hässlich, was du hässlich findest? Ist das wirklich etwas, was man ablehnen müsste? Oder geht es da um einen Schalter in deinem Kopf, wo du einfach verstehst, das ist okay so? Ich will eine andere Frage nochmal stellen. Finden die anderen dich denn wirklich hässlich? Also ist es so, dass die dich mobben, weil du das hast, was du da hast, weil du so aussiehst, wie du aussiehst? Oder mobben sie dich, weil du dich mobben lässt? Würden sie, wenn du dich operieren lässt, dich vielleicht immer noch mobben, nur mit irgendeinem ganz anderen Thema? Würden sie dich benachteiligen wegen dem, was da bei dir los ist? Oder wegen noch was ganz anderem? Weißt du, ich glaube, manchmal achten wir zu sehr auf uns selbst. Ich glaube manchmal, dass wir uns auch zu viel selbst angucken. Es ist gut, es ist eine gute Sache, in den Spiegel zu gucken und sich zu sehen. Das ist eine Übung, die macht was mit dir. Etwas, glaube ich jedenfalls, auch durchaus Positives. Aber es ist auch gut zu wissen, dass die anderen dich nicht so angucken, wie du dich anguckst. Ich stehe manchmal vorm Spiegel und dann stelle ich fest, welche Makel ich habe. Ich sehe immer wieder, der Bart ist nicht ganz gerade, der wächst so ein bisschen schief und meine Nase ist auch nicht so ganz gerade und die ist auch ziemlich dick und dann ist mein Gesicht nicht exakt symmetrisch. Der eine im Mundwinkel hängt ein bisschen weiter runter wie der andere und das ärgert mich. Aber immer wieder stelle ich auch fest, die anderen, die merken das gar nicht, die sehen das nicht. Und das ist doch der eine wichtige Punkt. Worauf achten denn andere Leute? Natürlich im allerersten Moment auf den ersten Eindruck aufs Aussehen. Aber das ist der erste Moment, der allererste Moment. Und danach zählt da was ganz anderes. Danach zählt doch das, was in dir drinsteckt. Die inneren Werte, deine Einstellung zum Leben. Im Herzen, in deinem Herzen, also in dem Zentrum von dir, da zeigt sich, wer du wirklich bist. Und das ist das, was du im Neuen Testament dann auch findest, wo es eigentlich drum geht. Petrus schreibt das in seinem Brief, dass er sagt, im Herzen entscheidet sich, welcher Mensch du bist. Also kümmere dich nicht so sehr um dein Äußeres, sondern um dein Herz. Dass du auf andere liebevoll reagierst, dass du sie annimmst, dass du mit ihnen freundlich umgehst, dass du eine positive Grundeinstellung hast. Das sind die wichtigen Punkte. Begreifst du? Und das sind auch Punkte, die Menschen für mich attraktiv machen. Ich achte nicht so sehr auf das Aussehen, ob jemand wunderhübsch ist oder nicht. Ja, manchmal denke ich so, boah, die Person, die sieht aber toll aus. Aber das sind Sekundenbruchteile. Und das eigentlich Wichtige ist, dass wir Menschen ticken.
Und wenn ich mit Menschen längere Beziehungen eingehe, dann nicht, weil sie toll aussehen, sondern weil sie tolle Menschen sind. Ich weiß nicht, wo du jetzt bei all dem stehst. Ob dir das hilft, ob du damit schon irgendwie eine Antwort hast. Ich würde eine OP auch nicht grundsätzlich ablehnen. Das habe ich am Anfang, glaube ich, gesagt. Ansonsten ist wirklich meine deutliche Antwort, ist, ich stehe dazu, wenn du merkst, das ist dran und das brauchst du, dann ist das vielleicht eine Option. Aber ich würde dir raten, lass dir vorher von anderen sagen, ob das wirklich das ist, was bei dir dran ist. Wenn du in der Nähe bist, mein Angebot steht, komm her, lass uns miteinander reden, uns einmal darüber unterhalten und vielleicht kann ich dir noch 2, 3 persönliche Gedanken geben, wenn ich genau weiß, worum es geht. Das musst du aber für dich finden. Und das ist, glaube ich, meine wirkliche Botschaft. Finde raus, ob es um deinen Körper geht, ob es um die Schönheit geht, die du eigentlich vermisst oder meinst haben zu müssen. Oder ob es was ganz anderes geht, um Gedanken in deinem Kopf, die dir sagen, dass du schlecht bist, obwohl du nicht schlecht bist. Nochmal kurz hier, die Predigt, die könnte dir eine kleine Hilfe sein. Guck sie dir an, melde dich. Ansonsten sage ich, bis nächste Woche. Gerade dir, aber auch all den anderen, die das Video geguckt haben. Schön, dass ihr dabei wart. Eine Frage am Ende will ich noch beantworten, die wurde mir auch bei Telonym gestellt. Da fragt jemand, wie sagt man am besten auf Wiedersehen? Und ich antworte dir als alter Hamburger in Hamburg. Sag mal Tschüss. Bis nächste Woche.